Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Eurotruck Simulator 2 und heute geht's weiter mit der US Truck Tuning Tour. Und heute haben wir den Kenworth W900. Guckt euch den an. Schönes Teil. Den Link, den ich damals runtergesetzt habe in der Modliste, den habe ich aktualisiert, weil der ja, W900 ist auf jeden Fall schöner und man kann ein bisschen mehr machen und deswegen findet ihr einen anderen Mod bezüglich, den ich vorher drinne hatte. Wir werden aber jetzt gleich versuchen, die Möglichkeiten aus diesem Mod mal rauszufischen, mal gucken, welche Möglichkeiten ich hier habe, um den LKW diesbezüglich zu verändern. Gehen wir erstmal hin und starten los. Erstmal reparieren. Maximus ist mal wieder gefahren wie die Axt im Walde. Und dann werden wir mal gucken. Also, man hat natürlich den ganz normalen Aufsatz. Ihr seht schon, keine Kabine, kein nichts. Und für 10.000 können wir uns eine Kabine holen. Und das werden wir auf jeden Fall machen, weil es sieht wesentlich ja, hübscher aus, als wenn hier dieser komische Anschluss für Druckluft und Bremse etc. Es sieht einfach doof aus. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen für Holz etc. Aber wir nehmen Kabine, weil wir waren lange unterwegs und müssen uns ja auf dieser schönen, gemütlichen Wolldecke ausruhen. Gut, alles klar. Das haben wir gemacht. Jetzt gehen wir Fahrwerk, können wir nichts ändern. Und natürlich können wir jetzt Motoren holen von 370 bis 625 PS. Wir werden natürlich den stärksten Motor nehmen, weil ich habe eine schwere Fracht mir angenommen. Getriebe. Da habe ich irgendwie gar keine richtige Ahnung, ja, weil ich denke mal, das macht einen großen ja, Auswirkung, wenn man das wahrscheinlich mit Lenkrad und etc. spielt. Ich bin immer zu faul, das anzuschließen. So, Cockpit, keine großartigen Möglichkeiten und sieht aber hübsch aus, muss ich sagen. Hier noch ein großes Navi, dass man nicht hier immer diese Anzeige drin hat und ein Steuerknüppel, da träumt wer auch immer davon. So, Farben. Black, Blau, Rot. Tja, da wollen wir mal schauen, welche Farbe wir uns denn aussuchen. Ihr wisst ja, ich habe da immer meine Probleme mit Farben, aber wir lassen erstmal das Rot hier. Und das sind die Möglichkeiten, die ich hier habe, um den LKW zu verändern. Ja, an Felgen, ja, wir nehmen mal hier Standard. Ich denke, die sehen irgendwie am besten aus. Wenn ich Rot nehme, ich weiß ja noch nicht, welche Lackierung ich nehme. Oder American Dream. Die sehen immer doof aus. Die sehen besser aus. Aber wir nehmen Standard. Standard sieht doch hier am LKW am besten aus. Natürlich kann man durch andere Mods das noch ein bisschen verändern. Aber ja, oder andere Reifen. Ich lasse es einfach so. Ich mache auch keine weiße Schrift jetzt. Ich denke mal, das wirkt nicht immer toll. Wir lassen diese, ich könnte jetzt hier noch einen Spiegel ranmachen, aber die Spiegel, die finde ich nicht so toll. Ja, rechts und links. Dann, ja, Stoßstange, eine schwarze, eine aus Chrom. Hier, da ist ja gerade in Amerika die große Debatte, ob man dieses Zeichen doch verbietet. Naja, bin da so geteilter Meinung. So. Hier jetzt schön mit einem Bullenfänger. Und was ich hier sehe, die Lampen. Hier noch so extra Schutz. So, oder dann halt so ein schwererer Bullenfänger. Aber ich würde doch einfach mal diesen Front nehmen. Wir müssen nicht immer mit einem Bullenfänger unterwegs sein. So, an Spiegel gar keine großartigen Änderungen. Hier könnt ihr mir jetzt eine Lampe raufbauen oder halt ein richtiges Horn. Und das werden wir auch machen, dass der richtig Lärm macht. Dann schauen wir mal, was können wir hier noch so machen. Ach so, hier vorne. Ey, komm her, Horn rauf. So, dann könnten wir eine lackierte Sonnenblende oder halt in Schwarz. Ich hätte jetzt gesagt Schwarz, um ein bisschen, ja, Akzent zu setzen. Und das war's, ja. Also mehr Möglichkeiten gibt es bei denen nicht. Manchmal, wie gesagt, ist weniger mehr. Und gefällt mir richtig gut. Das ist ja nicht so wie das T-Modell von dem Scania, wo man so viele Sachen ändern konnte.
Und hier. Sieht aber auch nicht blöd aus, ne? Ja. Oh! Na, das gefällt mir ja schon richtig gut. Das könnte ich ja durchaus so lassen, den LKW. Muss ich sagen, gefällt mir. Muss ja nicht hier diese Standardlackierung nehmen. Oder ein Weiß. Ah, das ist mir auch so ein bisschen ungeheuer. Aber was ist denn, wenn ich die Farbe hier ändere? Sieht auch nicht schlecht aus. Muss ich sagen? Aha. Was ist, wenn ich jetzt hier rot nehme? Ne, wir nehmen die hier. Die sieht cool aus. Die nehmen wir. Schöner LKW. Viele Möglichkeiten hat man nicht zum Tunen. Aber. Boah. Himmel, Arsch und Zwirn. Sieht cool aus. Ja, und da ist die Fracht, die ich ausgesucht habe. Und ich hoffe, ihr habt damit Spaß. Ich werde natürlich dann noch eine Fracht nehmen mit dem LKW, vielleicht mit einer anderen Lackierung. Aber ich werde den LKW so lassen. Der sieht aus, als wenn der tieferhellig ist. Aber ist mir schon wieder zu lang, der. Ja, also. Was ist denn hier los? Komm. Meine Güte. Also so jetzt Hammerteil, muss ich wirklich sagen. Oh, Licht geht. Hört ihr das? Das hört sich an, als wenn der irgendwie von der Bahn ist, ne? Na gut. Haben wir angekoppelt? Ne, haben wir noch nicht. Komm. So. Dran ist er. Oh, awesome. Uiuiuiui. Ja, machen wir mal Licht an. Schön. Ah ja, gefällt mir richtig gut, der LKW. Auch wenn da nicht so viele Möglichkeiten sind bezüglich Tuning, ist aber erstmal egal. Oh. Oh, der lässt mich sogar. So. Hammer. Ist ja awesome. Und das Licht, das ist doch ganz schön grell, finde ich. Meine Güte. So, dann fahren wir einfach mal hier raus und dann denke ich mal, werde ich auch einen Cut hier machen. Und ich lasse den LKW so. Ich lasse den so. Der sieht einfach nur awesome aus. Und ja, wie gesagt, ihr könnt gerne in den Kommentaren reinschreiben, welche LKWs ich noch weiter vorzeigen soll. Es kommt auf jeden Fall der hier nochmal. Da werde ich die Fracht hier zu Ende fahren. Und natürlich wird noch ein Kennwort kommen. Ich hätte auch gerne mal so einen Western Star oder einen Mac, aber bis dato habe ich noch nichts Richtiges gefunden, wo ich sage, gefällt mir. Wir gucken einfach, wie lange. Nö, ich kann die Fracht zu Ende fahren. Das ist nicht weit. Nö, die fahre ich jetzt zu Ende und danach gucken wir mal, ob wir dann vielleicht eine andere Tour nehmen. Oh, und blaue Instrumente. Das war ja damals so, wo ich mein Passat gekauft habe damals. Der 3BG, für Kenner, die kennen dieses Fahrzeug und wissen, das ist der geilste Passat. Und zwar war es ja, so gewesen, dass ich überlegt habe, was kaufe ich für ein Auto? Ich musste dann immer zum Bund fahren und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche ein Auto, was definitiv einen großen Kofferraum hat und dann ja, ein Kombi halt, ne? Gerade wenn du immer so unterwegs bist mit deinen Rucksäcken und was da alles noch dazu gehört. Alter Schwede. Einfach nur geil. Der gefällt mir richtig. Also, wenn der amerikanische Truck Simulator kommt, dann ist auf jeden Fall der W800 einer meiner LKWs, die ich gerne haben möchte. Oh.
schön. Und der Trailer auch. Da ist jetzt nämlich ein neuer Trailer-Mod rausgekommen von Jazzycat. 3.4 findet ihr unten natürlich auch in der Beschreibung, also in meiner Modliste. Dann, ich habe aber noch nicht genau geguckt, was sich da geändert hat an Trailern. Wir gucken mal in den Spiegel, ob da irgendwie was ist. Die Spiegel sind halt ein bisschen schlecht einzusehen, ne? Und ich habe auch so eine kleine Grafikfehler hier auf der Motorhaube, so ein bisschen verwischen. Hier so, aber egal, das ist Kleinigkeiten, ja. Ich find den LKW Hammer. Hammer! Schönes Ding. Ich hatte erst den anderen gehabt und der sah, ich dachte, nee, den kann ich euch nicht zeigen. Also hier, da kann man ja nichts großartig ändern. Und der ist auf jeden Fall besser. Nein, weiter zum Auto. Und zwar habe ich mir gesagt, man muss sich ja dann irgendwelche Parameter setzen. Und Parameter zum einen war, dass ich gesagt habe, ich will ein deutsches Auto haben. Ja, ist dummes Denken, aber ich wollte ein deutsches Auto haben. Und da bleiben natürlich nicht so viele, oder man nimmt dann eine große Auswahl weg. Und die Auswahl war dann auf jeden Fall Mercedes, BMW, Audi oder halt VW. Gut, zur damaligen Zeit war die E-Klasse mit den runden Leuchten, hatte mein Chef damals und fand ich total Porno, aber ich dachte mir, das passt nicht zu mir, das passt einfach nicht zu mir, so ein Riesenklopper, nee, will ich nicht haben. Dann habe ich mir einen BMW angeguckt, den E36 war das und von außen total geil, Kombis gibt es aber nicht so viele und da muss man ewig suchen und dann waren die verdammt teuer und dann habe ich mir den Kofferraum angeguckt, oh Gott, da passt ja gar nicht rein. Das ist halt ein Edelkombi gewesen, ne? Oder ist immer noch. Und der Innenraum hat mir nicht so gefallen. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Dann blieb nur noch Audi oder Passat. Und jedenfalls habe ich mir den Passat dann angeguckt. Und jetzt habe ich schon wieder diese bekloppte Musik drin, ne? Die mir den Stress macht. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich die ausgeschaltet habe. Aber naja. Jedenfalls ist es dann so abgelaufen, dass ich mir den Audi angeguckt habe. Drinne, souverän, alles toll, aber einfach zu teuer. Ja, da hatte der Passat damals mehr drinne und da habe ich gesagt, okay, ich hole mir den Passat, der hat das schönes blaue Licht und da sind wir auch wieder da angekommen bei dem blauen Licht, ne? Ja, herrlich. So, wir müssen da wieder ab mit der riesen Fracht und das nervt mich, dass diese Musik schon wieder ist. Muss ich nachher bei der nächsten Tour definitiv ausstellen. Hier schön runter und dann gucke ich mal, ob ich da eine schöne Tour finde. Ich weiß ja nicht, ob ihr sowas mögt, hier so einen großen Frachten hier, wie ich hier lang dödel. Also ist ja schon mehr als nur geil, oder? Jetzt schauen wir mal, was das Navi sagt. Eine Stunde noch was, 86 Kilometer, dann sind wir ja gleich da. Gehen wir mal Schubrakete, warte, wie schnell fährt denn der? Naja, ist ganz angenehm. Ah, so ein Gejaule. Ja, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, welche Autos ihr haben wollt. Und jetzt braucht ihr nicht sagen, warum hast du dir kein Opel ausgesucht? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin in einer Region groß geworden, sag ich mal so, oder in einem Freundeskreis, wo wir alle nur so VW und Audi hatten, ne? Da gab es nur wenige, die ein Opel und naja, ihr kennt ja die ganze Sache. Und definitiv, was ist denn jetzt schon wieder los? Wo ist denn hier was? Unfall gebaut, bei was? Egal. Und jedenfalls, ich hatte ja als erstes hatte ich einen Trabi, ja, muss ich ehrlich sagen. Wo mein Opa, der hat gesagt, ja, kannst du fahren, lerne erstmal ein bisschen Auto fahren und ja, war eine coole Sache. Jeder kannte mich. Und der ist einfach aufgefallen. Schöner gelber Trabi. Ja, und dann habe ich mir irgendwann mal einen Golf geholt. Schon ein bisschen drum gebastelt. Und dann kam auf jeden Fall, ja, irgendwo hat der Passat immer so in mein Rampenlicht gestanden, ne? So, ist er jetzt weg? Ich sehe nichts.
Und deswegen, also fahre jetzt auch wieder Golf. Aber am liebsten möchte ich jetzt wieder Passat haben. Und gerade der neue Passat, der gefällt mir wieder richtig gut, der gerade neu draußen ist. Ja, würde ich auch wieder Kombi nehmen wollen. Auch wenn es ziemlich teuer ist, so ein Wagen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, schauen wir mal, was sagt er uns? Wir sind gleich da, 27 Kilometer. Yippie-ka-yo. Ah, hier, das kennt man, ne? Hier diese Windräder, wo denn so grün angemalt wurde, unten. Naja. Sollen sie machen, ne? So, Mama, hier ist eine Uhr, 11:56 Uhr. Haut das hin mit dem Navi? Ja, 11:57 Uhr. Ey, das haut ja hin. Schön. Das ist ja. So, jetzt geht's nach Polen. Die sind immer noch überlegen, den Euro oder den Zloty zu behalten oder den Euro zu nehmen. Aber nach der ganzen Griechenland-Sache überlegen sich die Polen genau, was sie machen, ne? Eieieiei. Ist aber ganz schon auf die Eisen gegangen. Na, ich muss erst mal gucken, falls ihr gerne sehen wollt, die Mod-Vorstellung bezüglich hier diesen Cargo und Cargo-Mod von Jazzycat. 3.4 müsste es sein. Dann mache ich da mal ein Video, was es da an großartigen Neuerungen gibt. Dann werde ich euch das auf jeden Fall mal erzählen. Kurzes Video natürlich nur. So, jetzt noch mal schauen. Das Navi ist natürlich ein bisschen klein. Jetzt erkenne ich da nicht. Achso, geradeaus Kreisverkehr. Wird wieder schön in Polen. So. Ah ja, schöner Kipper, ey. Das wäre. Was fällt dir ein? Du siehst doch, dass ich eine große Fracht habe, Mann, dass ich ausholen muss. Ja, fahr mir doch einfach noch ein bisschen weiter rein. Oh, jetzt hau ab. Die Bahn kommt. Und jetzt musst du, ja klar, weil du Ferrari fährst. Ach, ich muss mich immer nur aufregen, ne? Dabei können die nichts dafür, weil sie kein Hirn haben. Die NPCs. So. So, muss ich jetzt hier rein oder was? Da muss ich rein, scheiß. Ich parke jetzt aber nicht, weil ich keine Lust habe. Das ist mir jetzt alles zu stressig gewesen. Außerdem mit so einem riesen Teil hier erstmal reinfahren. Ja, ihr könnt ja auch sagen, mehr große Frachten, außergewöhnliche Frachten fahren. Nicht diese Standardanhänger. Alter, ist der geil, der LKW. Ist das Hammer, Hammer, geil. Und ich hoffe, jetzt ist gleich die Musik zu Ende. So, bam. Oh, endlich gute Fahrt. Danke. 1% Schaden. Naja. So, ja, das war's dann erstmal mit diesem wunderschönen Kennwort W900. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Mit diesen LKW, da werden wir nochmal eine schöne Tour machen. Mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye bye.